Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, aktuell in der Wüste und mit der Mission hier ein paar Erbsen zu pflanzen. Da sind wir gerade unterwegs und ich wollte eigentlich mich jetzt gerade erwachsen machen und die ganze Prozedur abschließen, indem wir uns als Erwachsene dann überall nochmal dahin porten und eben die... Ja, ich sag mal, unsere Früchte ernten, ne? Aber ihr habt natürlich vollkommen recht, ihr habt es mir bestimmt auch schon in die Kommentare geschrieben. In Kakariko haben wir ja natürlich auch noch ein Beetchen, wo wir vielleicht nochmal was sehen sollten, damit wir da auch nochmal eine Runde fliegen können. Das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz unternehmen, bevor wir uns dann erwachsen machen. Und dann haben wir... War ich jetzt eigentlich am Haiersee? Ja, muss ich ja, oder? Ich habe ja vier Dinger gesät. Dann haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5. 5 Orte, wo wir mal was abholen können. Wo wir potenziell vielleicht nochmal schön was... bekommen können. Und dann hätte ich gesagt, geht's mal rüber zu Majora's Mask. Da sind wir ja aktuell auch so ein bisschen, ja, am Ende des dritten Tages, glaube ich. Ist halt semi-geil. Aber wir haben jetzt die Ocarina und könnten theoretisch diesen ganzen Zeitfluss jetzt auch mal verlangsamen. Das heißt, da können wir uns dann auch in aller Ruhe umsehen und, mal ein bisschen chillen, ne? Und nicht immer so einen Stress haben. Das ist vielleicht gar nicht mal so bad. Okay, aber erstmal gehen wir kurz nach Kakariko und pflanzen mal die letzte Erbse noch. Bevor es dann ans Eingemachte geht. Also ich denke, wir können ein paar schöne Items abgreifen. Auf jeden Fall ein paar Schlüssel. Dessen bin ich mir bewusst. Und ansonsten... Ich glaube, hier könnte ich noch mal ein bisschen Geld mitnehmen. Ba, 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 ba. Sollten wir immer mal machen, ne? Ich glaube, mache ich auf dem Rückweg gleich noch mal. Und dann mache ich mich erwachsen. Immer diese schöne Musik. Denn da oben haben wir auf jeden Fall auch ein random Item drin. Ob es jetzt irgendwie von Mehrwert ist, das wird man dann sehen. Hier war auch ein Shop drin, ne? Da war... Ich glaube, da hat man eine Skulltee oder so. Ich erinnere mich düster. So, zack. Und nochmal Fuffi. So geht das halt auch echt schnell, ne? Ja, wir wollen uns ja in Zukunft ein bisschen mehr kaufen. Und dementsprechend ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich da immer mal einen Huhn reinwerf. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Ich bin guter Dinge. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, jetzt in Majora's Mask dann mal ein bisschen Progress zu haben. Dass wir da vielleicht auch mal einen Dungeon abschließen können. Papa. So. Ich gucke mal ganz kurz. Ah ja, toll. Ah ja, egal. Ihr meintet, ich soll auch mal den hier machen, ne? Ne, aber eigentlich... Ja, doch. Aber das habe ich ja auch... Den habe ich schon, ne? Die Medaillons? Habe ich Medaillons schon bekommen? Warte mal. Ach, die Fragezeichen meint ihr. Re. Deku. Deku? DC? Yabu? Forest. Oh, das ist eigentlich so eine Sache, das interessiert mich null. Egal. Ich hab gesagt, ich soll da mal ein bisschen rumklicken. Aber ganz ehrlich, das juckt mich eigentlich null. Mit den Steinen. Ich habe das schon im Kopf, welchen Dungeon ich gemacht habe und welchen nicht. Denke ich zumindest. So, wir wollten erwachsen werden.
Wir wollten erwachsen werden. Und Zeldas Wiegenlied. Das wäre auch echt geil, wenn wir endlich mal Zeldas Wiegenlied bekommen. Können wir halt auch ein paar Sachen machen. Und die ganzen Feenquellen halt endlich mal abgrasen. Weil ich glaube, wir haben die alle schon gefunden, die Feenquellen. Könnte ich mir halt echt vorstellen, dass das schon alle waren. Weil ich glaube, ich habe 5 Stück im Kopf. Waren auf jeden Fall eine Menge. So, wir werden wieder wachsen. Und ich würde sagen, wir porten uns direkt mal in den Kukiri-Wald, oder? Ja. Bam, ba, ba, bam. Düdidei. Dradidu. So, Lost Woods. Und da können wir gleich mal 2 Gegenstände absahen. Einmal in Form von Skuldi und einmal in Form von... Huch. Einmal in Form von... Ja, da liegen ganz viele Items rum. Da war auf jeden Fall ein Schlüssel. So, ich hau den mal kurz weg hier. Da gibt's auch mal schön Kohle. Sehr schön. Das lobe ich mir. Wir brauchen wieder ein bisschen Geld. Okay, also hier 2 Orte. Dann auch zum Haljasee. Könnte ich direkt verbinden, theoretisch. Als Erwachsener waren wir auch noch gar nicht am Haljasee, oder? Ich glaube nicht. Die Siedler, ey. Ah, die Siedler, das ist auch ein cooles Spiel. Habt ihr das früher gezockt, die Siedler? Richtig geiles Spiel. Hab ich immer gerne gespielt. Also Siedler 2 und Siedler 3 waren da so, glaube ich, meine Favoriten. Nee, warte. Ach ja, hier ist ja er. Aber ich habe ja Saljas Lied. Theoretisch no problem. Warte mal, ich habe keine Eisenstiefel, aber... Wartet mal, Leute. Ich bin gleich wieder zurück. Hier gibt es ja auch Skultis, ne? Echt viele Skultis. Mit einem Eislevel kann man da auch noch ein bisschen was machen, theoretisch. Ich weiß halt, unter dem Wasserfall sind auch immer viele random Items. Deswegen will ich mal da kurz hingucken. Yo. Piece of heart. Aber... Okay, ich könnte mir die zwar alle holen durch einen gezielten Jump. Nee. Da müsste ich jetzt 5-mal runterjumpen. Das wäre, glaube ich, nicht so krass. Nur Skultis könnte ich mir... Eine Skulti könnte ich mir noch holen. Soll ich das schnell machen? Ja, komm, ich mach das mal schnell. Ich hole mir mal kurz eine Skulti und... Ich glaube, es ist... Sind das 1 oder 2 Skultis? Warte, ich warte mal kurz, bis Nacht ist. Ist hier oben einer als Erwachsener oder ist das als Kind oder ist das egal? Warte mal. Erwachsener, okay. Frage ist, komm ich da ran? Jo. Was ist denn das? Fairy, ah. Jo, okay, schade. Trotzdem, nein. Na egal. Trotzdem hole ich mir die mal kurz. Boah, ist auch schon wieder so dunkel hier, ne? Super dark, Junge. Weil ich glaube, dann sind wir hier in dem Bereich nämlich auch schon fertig mit den Feen. Mit den Feen, mit den Skultis. Mehr gibt es hier, glaube ich, da nicht zu holen. Können wir auch gleich nochmal prüfen. So. Ich erinnere mich an diese Skulti. Die hat mir damals, ich weiß gar nicht, ein sehr wichtiges Item vorenthalten. Hier ist es leider nur ein Token. So, was hat man hier nochmal drin? Ich gucke einfach nochmal kurz, aber ich glaube... Haben wir hier auch eine Skulti irgendwo hängen? Jo. Siehst du, damals hat man die nämlich auch nicht holen können.
Aber ich glaube, da war auch nichts Wichtiges drin, weil ich habe die, glaube ich, schon mal... Okay, ist auch nur ein Token. Aber immerhin. Was wir haben, das Hammer, gell? Dementsprechend nehmen wir es natürlich mit. So. Dann hier. War Majora's Mask, hä? Eine Kuh. Der können wir aber nichts vorspielen. Aber wir sind erwachsen, das ist cool. Okay. So. Dann hätten wir das. Ich glaube, dann hätten wir hier alles cool. Ich weiß aber nicht, ob das so jetzt verzeichnet wird. Warum ist denn da so ein Ausrufezeichen? Das sieht merkwürdig aus. Nee, das gehört auch mit zu Zora's Domain. Dementsprechend... Aua, was war das denn? Dementsprechend kann ich das, glaube ich, vergessen. In der Aufzeichnung. Ja, ich glaube, Leute, irgendwie kommen wir heute nicht mehr zum Potte, dass wir noch nach Majora's Mask kommen. Wir sind immerhin schon bei Minute 11. Aber die Erbsen will ich zumindest heute alle schaffen. Das wäre toll. Wenn ich mache mal ein bisschen Überlänge. Das würde ich zumindest gerne in dieser Folge heute hinbekommen. Ja, wie gesagt, Zora's Domain können wir auch mal rein als Erwachsener. Gibt es auf jeden Fall auch ein paar Skulltees und die Eishöhle, die wir halt... Ja doch, die können wir komplett machen, die Eishöhle. Weil die Eisenstiefel bekomme ich ja theoretisch erst am Ende. Theoretisch könnte man sie machen. Lass mich durch. Mido. Tschüssikowski. Ich will doch nur meine Erbse holen. Ja, warum ist denn das so dunkel hier? Also so nebelig irgendwie. Na, ist das... Was ist doch? Hä? Ist es nicht mehr Tag? Ist es schon Tag? Muss ja, weil die Scooty habe ich noch nicht. Jetzt werde ich so blöd resettet hier. Es war schon wieder Tag, tatsächlich. Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ja, unter dem Wasserfall, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, sind noch ein paar Gegenstände. Die kannst du halt erst richtig effektiv als... mit den Eisenstiefeln holen. Okay, 20 Rubine. Nehmen wir mit, natürlich. Und ansonsten war's das hier. Es erinnert mich gerade wieder an Banjo-Kazooie, an unseren Hack. Falls ihr euch erinnert, das war auch sehr lustig. Okay, dann weiter geht es. Hier lang. So, mein Freund. Da gibt es auf jeden Fall einen Schlüssel und ansonsten, naja. Ansonsten ist es gar nicht so viel. Au, ah, ihr Saftsäcke. Panoramatour durch den Kokiri-Wald. Ist doch schön, oder? Ha. Warum könnt ihr so hochspringen? Was ist denn mit euch? So, Hideout. Ah, das, was ich am wenigsten brauche. Schade. Ja, Deku-Schild haben wir jetzt ja schon. Wir nehmen alles mit, aber... Ja. Wenig erfolgreich, würde ich das jetzt nennen. Gehen wir von hier aus gleich zum Hylia-See, würde ich sagen. Aber... Ja. Und dann porte ich mich... in die Wüste und dann gehen wir noch nach Kakariko. Das ist mein Plan, den ich bestreite.
Da-di-dum. 15 Minuten schon. Mann, die Zeit geht aber auch immer schnell rum. Ist das traurig. Na ja, gut. Wäre ja doof, wenn ich mich langweilen würde, ne? Wenn ich die ganze Zeit auf die Uhr gucke. Oh, Mann, da sind ja immer noch 5 Minuten. Das wäre ja auch dumm. Deswegen, ich bin ja ganz froh, dass die Zeit immer so schnell rumgeht. Weil sonst würde es mir ja keinen Spaß machen. Aber das tut es wie Sau. So, mit euch hier rumzurennen und zu rätseln. Bin auch gespannt auf Majora's Mask, was uns da erwarten wird. So, ich glaube, ich hoffe gar sehr, dass ich eingestellt habe, dass wir, wenn wir die Irrlichter fangen, nur einen brauchen und ich nicht alle 10 sammeln muss. Ich glaube aber, ich habe das eingestellt. Ich würde es mir sehr wünschen. So, ich muss jetzt auch erstmal Krähen töten, ne? Hier wäre ich auch so hochgekommen. Wegen der Vogelscheuche. So. Kommt sie schon. So. Ich glaube, wir haben noch eine. Sind das zwei Krähen, die hier rumnerven immer? Ich sehe gerade keine. Hoffen wir mal das Beste. Baba. Ja, da ist die andere. Hab's geschafft, okay. War auch wieder nur eine Fee. Mann, überall sind diese Feen. Das ist mega nervig. Wow. Okay, wir machen mal kurz Nacht. Denn theoretisch können wir uns hier auch nochmal zwei Skullies mitnehmen. Oh, ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe mit den Erbsen. Okay, die habe ich schon. Komme ich denn auf den Baum überhaupt drauf mit der kurzen Lunde? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es lohnt sich noch nicht. Okay, dann ja, würde ich sagen, das können wir auch erstmal abschließen. Dann würde ich mich jetzt erstmal in die Wüste porten. A, runter A, rechts, runter A. Ba, 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 ba. Hier auf jeden Fall auch eine Skulti. Und den Gegenstand, der da oben mit drauf sitzt. Weiß auch gar nicht, ob es hier noch mehr Skullies gibt. Ich nehme auf jeden Fall mal kurz den hier noch dazu. Und dann fliegen wir mal eine Runde. Let's go. So, ich glaube, hier müsste gleich... Ne, das war falsch. Ups. Egal. Ich hole mir mal kurz die Skullie hier. Ah, schöne Wirbelattacke. So, nervt mich nicht. War ja so klar. Skulti und natürlich wieder nur... Alter, ich habe auch Pech, diese... Diese Folge ist wirklich sehr pechbelastet. Ist ja nicht wirklich was Krasses eingesagt, ne? Na gut, ob ich das jetzt Pech nennen würde? Ich weiß es nicht. Ist halt einfach so manchmal, ne? Wenn man... Wir haben ja dafür in den letzten Folgen wieder ein bisschen was eingesagt. In den letzten drei haben wir eigentlich guten Stuff bekommen, muss ich sagen. Alter. Und wir sind ja auch sehr stark schon, muss ich sagen. Das kommt ja auch dazu. Okay. Wir machen wieder Nacht und fliegen nochmal eine Runde. Was haben wir denn da oben eigentlich drauf? Sehe ich das von hier? Ah, auch nur 20 Rubine leider. Oh, schade. So, hier, ne? Ist die Skulti. Genau. Aber... Wieder nur ein Rubin. Wahnsinn. So, hole ich mir jetzt die 20 Rubine da oben? Eigentlich brauchen wir das nicht, ne? Sind ja nur 20 Rubine. Okay, aber das haben wir. Deswegen zurück in den Wald. Und nach Kakariko. Kakariko noch das eine Item holen.
Dann haben wir zumindest schon mal die wichtigen Punkte unserer Erbsen abgefarmt. Wir müssen dann alle haben, ne? Ja. Das mache ich jetzt noch schnell in der Folge. Und dann, ich weiß gar nicht, über welchen Punkt gehe ich denn nach Majora's Mask am besten. 20 Rubine nur. Über Boris wieder? Was haben wir denn eigentlich für Lieder? Wir haben noch nicht so krasse Lieder in Majora's Mask. Aber ich glaube tatsächlich, ich werde, weil wir jetzt auch die Ocarina haben, werde ich, und die Maske haben wir auch, werde ich dem einen Typen mal was vorspielen. Ich glaube, das ist ganz gut, die Idee. Hier dem fetten Skelettkrieger. Der müsste dadurch erwachen, glaube ich, ne? Ich hoffe es zumindest, weil der hat ja auch die Maske. Würde ja nur Sinn ergeben. Gut, wir reiten nochmal schnell nach Kakariko und dann endet auch die Folge für heute wieder. Leider nicht so erfolgreich, wie man denkt. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft unter diesen Items. Weil waren schon ein paar gute, also ein paar viele. Aber ja, manchmal ist halt so, ne? Ich meine, in Majora's Mask muss es ja auch noch was geben. Da haben wir jetzt auch noch nicht so viel gefunden. Wir haben noch nicht so viel gesucht. Aber da muss es auf jeden Fall auch noch was geben. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir da vielleicht mal den Boss-Key vom ersten Dungeon noch finden. Weil dann können wir den nämlich theoretisch auch machen, oder? Ich brauche noch den Song. Vielleicht ist es aber auch gedacht, dass wir vielleicht den Feuer-Dungeon, also, nee, den ja, Eis-Dungeon ist das eigentlich, den Goron-Dungeon als erstes machen. Big Hibernia heißt der, glaube ich. Könnte man sich auch vorstellen, aber da haben wir ja auch erst einen Schlüssel. Haben aber auch keinen dicken Schlüssel, keinen Boss-Key. Wir haben den Boss-Key vom Wassertempel. Der ist... Oh, ich hasse den Wassertempel, ey. Ganz ehrlich, den Wassertempel in Majora's Mask, das ist der ekligste Wassertempel. Für mich. Da ist der halt in Ocarina of Time nichts gegen. So, gucken wir mal, was wir hier noch für ein random Item drin haben. Oh. Es bleibt ein Herzteil. Schade. Aber gut. Eins für Majora's Mask. Ich bin zufrieden, Leute. Und ich würde sagen, ich könnte hier den Laden fertig machen. Oh, was sind das Goodies? 260 Rubine. 460. Boah. Aber wir könnten hier nochmal shoppen gehen, theoretisch. Ja, wir hatten nämlich noch was. Wir hatten hier noch ein paar Läden, ne? Ich erinnere mich. Aber gut, ich würde sagen, jetzt machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich würde hier nochmal kurz Tag machen. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die ist dann ein bisschen erfolgreicher. Und ich werde im nächsten Part vielleicht nochmal kurz die Shops abchecken. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Tschüssi.